Sie können Ihren Fensterspannrahmen sowohl von außen als auch von innen einsetzen. Hierfür muss das Fenster vorab geöffnet werden. Nehmen Sie den Rahmen und haken Sie ihn mit Hilfe der Winkellasche oben hinter der Fensterkante ein. Drücken Sie das Fliegengitter an den Fensterrahmen an, senken Sie es ab, sodass auch die unteren Winkellaschen die Fensterkante umschließen. Um das Fliegengitter von innen einzusetzen, öffnen Sie das Fenster. Schieben Sie den Rahmen mit den gefederten Winkellaschen voraus durch die Fensteröffnung. Drehen Sie das Fliegengitter so, dass die ungefederten unteren Winkellaschen hinter der Fensterkante einhaken. Wandern Sie nun mit beiden Händen zu den oberen gefederten Winkellaschen. Diese müssen einzeln hinter die Fensterkante gehakt und fixiert werden. Wenn Sie mit dieser Art des Einsetzens Schwierigkeiten haben, versuchen Sie es mit der folgenden Methode. Um das Fliegengitter von innen einzusetzen, öffnen Sie auch hier vorab das Fenster. Schieben Sie den Rahmen mit den gefederten Winkellaschen voraus durch die Fensteröffnung. Drehen Sie das Fliegengitter so, dass es sich auf der äußeren Fensterbank abstellen lässt. Umfassen Sie nun mit Daumen und Zeigefinger die Griffe und lassen Sie dabei die restlichen Finger am Rahmen. Legen Sie den oberen Teil an Ihr Fenster an und schieben es so weit nach oben, bis die Winkellaschen hinter der Fensterkante eingehakt sind. Anschließend die Finger hereinnehmen, den Rahmen heranziehen und absenken, sodass die unteren Winkellaschen sich hinter der Fensterkante einhaken können. Nun können Sie sich wieder insektenfrei und ungestört entspannen.